So. Eine Art Dungeon, würde ich fast meinen. Aber vielleicht ist auch hier gar nichts mehr. Vielleicht ist hier auch nichts mehr. Außer vielleicht Ratten oder so ein Gedöns. Nein, Skorpione, warum auch nicht, ne? Wie viel halten die denn aus? Ja, ich finde das auch mega entspannt, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss. Ist im schlechten Zustand. Ist mir jetzt egal. Feuer ist und ist gleich leer. Toll. Viel wert. Die Drüse. Speicher. Ich speichere jetzt nochmal. Ja, ist sehr entspannter Stream. Ja, finde ich auch. Mit Scorpius Erectus, aber ich glaube nicht, dass sie hier sind. Flammenwerfer, wenn es gut werden muss, ja. Keine Loot? Wird bestimmt nicht der einzige Skorpion sein hier, ne? Erstmal hier den Weg. Terpentin, Reinigungsmittelkarton. Ach, das wär geradeaus gewesen, okay. Gut, da hinten haben wir auf jeden Fall noch einen Weg, schätzungsweise. Und hier eine Sackgasse, perfekt. Oh, eine Werkbank. Das ist eine Mine gewesen, ne? Ich weiß noch nicht, wenn man was falsch baut. Dumm! Die Atmosphäre ist schon ein bisschen creepy. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Jetzt die Frage, wo die Sackgasse ist. Fast behaupten, dass da zwei Skorpione sind. Hinter dieser Tür. Ich sehe es nicht. Drei. Ich weiß noch, dass es eine Stelle in dem Game gibt, wo es so richtig mega fucking creepy ist. Bin schon gespannt, wenn du da bist. Was?
Au. Fuck. Aua. Das tut weh. Bin verkrüppelt. Scheiße. Ich dachte, ich hab hier... So. Hat aber echt was aus. Das war der erste. Und rein. Oh. Wo ist der dritte? Ich glaube fast, die Sackgasse ist da hinten. Schön. Nach rechts gelaufen. Boah, bisschen creepy ist das jetzt gerade schon. Eisnägel. Oh ja, wiegen nichts, ne? Dann nehme ich die mit. Ah, hier. Eine Krücke. Werden definitiv noch ein paar kommen. War das jetzt eine Notiz oder was? Nee. Was ist denn jetzt der Gegenstand? Ja, Deckung. Sprengstoff um 1 erhöht. Easy. Damit sagt das Spiel, das Hilfreichste gegen diese Viecher ist als... Die Tür zuzumachen, wenn da direkt einer kommt. Ach, das ist der dritte. Hier. Au. Habe ich jetzt ein Bein verloren oder was? Status. Ah. Ah, bin gut. Okay. Speichern, da sind schon wieder zwei Viecher. Ja. Eine Flinte. Ist aber schon fast hinüber. Aber eine Flinte ist eigentlich eine gute Idee. Hoffentlich. Ah.
Bah. Easy. Ja, schon wieder die nächsten. So early im Game sind echt übel. Findest du? Weiß nicht. Das sind die nächsten. Hey! Das ist nur eine Kakerlake. Bein rechts verkrüppelt. Ich glaube, das ist das geringste Problem jetzt für das Vieh. Das nehmen wir an. Schutzbandage nehme ich mal mit. Ja, das war wohl eher so ein Lazarett-mäßig hier. Kernspaltungsbatterie? Ist. Ah! Sehr gut, Respekt, wieso? Falls. Ich bin komplett durch! Fallout 3 auch koopfähig? Nee. Fallout ist generell nicht koopfähig. Es gibt nur das eine Multiplayer-Spiel, 76. Was jetzt endlich wieder gut sein soll. Hier am Anfang. Nur wurde es dann richtig schlecht zwischendurch. Aber ja, es ist Singleplayer, rein Singleplayer. Und ich würde sagen, hier ist nichts mehr. Bäh, hast du mich erschreckt. Gut. Waffe ist fast im Arsch. Das kann sein, wie bei Skyrim. Skyrim Together oder so. Wechsel ich wieder auf die hier. Und auch nur Fallout 76, deswegen kam ich drauf. Ah, okay. Hihi, du kamst drauf. Spiel ist abgestürzt. Ich habe zu viel gelacht. Ah, aber diesmal wenigstens komplett abgestürzt direkt. Ich weiß nicht. Naja, Dodo. Ich glaube, Fallout 3 hatte das nicht. Gibt aber eine coole Combining-Mod, die Fallout New Vegas und Fallout 3 verbindet. Ich glaube auch, ja. Glaub auch. Ich wollte ja eigentlich hier... Wie schmeckt euch mein Schwengel? Yellow, immer wieder gut. Schwengel sind immer gut. Was? Was? Stimmt, wir könnten eigentlich hin und her teleportieren. Habe ich ein bisschen vergessen. Wie spät haben wir es? 18 Uhr. Wenn es Nacht ist, wäre es eigentlich praktisch. So, da wollte ich nämlich ursprünglich hin. Scheinbar... ist dort auch das Versteck. Ah, scheiße, Wasser. Na, du bist aber bissig. Champ. Wo Hunde sind, sind meistens auch Menschen.
Und vielleicht wohnen sie auch in dieser Mansion. Ah, oh Gott, war der schlecht. Hupe geht, versuch's mit Licht. Motorrad, kann man damit fahren? Nö, natürlich nicht. Ist hier irgendwo ein Eingang? Lebensmittelhändler. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden, direkt in Ihr Herz. Zerstöre ich nicht auch meine Feinde, indem ich sie zu Freunden mache? Hacken! Sie hören Radio Enklave. Okay, ich bin John Henry Eden. Jeder Eingang ist auch ein Ausgang. Präsident von Amerika. Präsident Ihres Herzens. Hallo Amerika. Drei korrekt. John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. Das heißt, smaller geht schon mal nicht. In letzter Zeit denke ich über etwas nach, mit dem wir uns alle identifizieren können. Etwas, das fraglos 6 korrekt. Amerikanisch ist. Ich beziehe mich natürlich auf unsere großartige Healing. Zweite Lieblingsbeschäftigung. Baseball. Zumindest hatte dieser Sport einmal diesen Status. Wearing. Ganz recht, Amerika. Ich sollte vielleicht aufhören, so greedy zu sein. Jetzt kommen die mehr rein. Hatte jeder Bundesstaat sein eigenes Baseball-Team. Muss wirklich abbrechen. Stellen Sie sich einen perfekten, wolkenlosen Tag vor. Die Sonne ist warm. Und einladend. Da muss ich ihm so knacken. Sie, das ist dieser die neue Supermarkt-Simulator. Ja, wir fangen gerade frisch an, haben diesen Supermarkt übernommen und haben jetzt richtig Bock. Und hier. Yeah. Oh, Stealth Boy. Es Amerika zu ermöglichen, die Freude des Sports und des Sonnenscheins zu genießen. Und wenn auch nur für einen Nachmittag. Und jetzt fragen Sie sich, was, wenn die Kongressabgeordneten der Hauptstadt. Ruhe. Oh, Zigaretten. Jackpot. Geh mal hier kurz einkaufen, Chat. Ich denke mal, ihr habt damit kein Problem, ne? Aber ich glaube, ein Eis gibt's für euch nicht mehr. Aber ein Whisky. Und Cola. Terpentin. Ja, sehr traurig hier. Ich glaube, ich deinstalliere hier diesen Supermarkt-Simulator wieder. Nicht, dass du denkst, ich bin nicht da. Ich schau die ganze Zeit zu, bin nur nebenbei beschäftigt. Alles gut, Schatzi. Alles gut. Oh, es ist Nacht. Ich würde jetzt tatsächlich mal kurz Schnellreise machen. Weil ich ja noch eine kleine Quest in Megaton habe. Ich muss nämlich den einen Typen treffen. Guten Abend. Er kommt mit den Wolken. Und nee, da oben. Soll mit seinem Hey! Gott verdammt, können Sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Was wollen Sie denn? Ich dachte, ich sollte vorbeikommen. Oder ist es noch zu früh? Hören Sie, behalten Sie Ihre blöden Kommentare für sich. Sagen Sie es nur nicht Jenny oder Andy, dann ist alles in Ordnung. Ich muss mal ganz kurz hier raus. Weil der Chat hat sich mitgescrollt in die falsche Richtung. So. Bis später. Bin ich zu früh oder was? Warte mal, warten? Geht, ha! Dann warte ich mal 4 Stunden. Es ist definitiv Nacht. Hören Sie, wenn Sie mich...
Wie bitte? Bis später. Tatsächlich weiß Shadow mit Wetz? Was? Moment jetzt zu bekommen, ja. Also kaufe ich jetzt einfach Mentats jetzt um diese Uhrzeit. Wenn Sie nicht Was? Kauf jetzt mal zwei. Verkauf ihm aber gleichzeitig auch Zigaretten. Gute Reise. Bis später. Ja, okay. Ja. Mach ich bei Zeit mal. Okay, funktioniert nicht so recht. Ja, dann reise ich wieder rüber. Ach, hier ist der Eingang. Okay, ich guck draußen nochmal. So teleportiert man sich direkt zum Eingang. Auch nicht schlecht. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Ja gut, dann ab in die Metro. Hallo. Wenigstens Grundbrücken dabei. Okay. Niemand feindlich gesinnt, das ist schon mal gut. Oh, hier ist radioaktiv! Okay. Ich gehe vielleicht erstmal da hinten hin. Das heißt, zocken und nicht Großeinkauf machen. Ach, Manno! Sie sind nicht hier, um meine Geheimnisse zu klauen, oder? Nö, wer bist denn du? Welche Geheimnisse? Natürlich das Geheimnis zur Herstellung von Ultrajet. Oh, verdammt. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Das sieht mir ähnlich. Ach, du Noob. Um was zum Kuckuck geht's hier eigentlich? Noch nie davon gehört. Ultrajet hat fast doppelt so viel Potenzial wie Jet. Perfekt für Ghule. Wissen Sie, Jet hat bei uns fast keine Wirkung. Das einzige Problem ist, dass es fast unmöglich ist, alle Zutaten aufzutreiben. Ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Hilfe, das heißt, ich soll dich anfassen? In dieser Welt gibt es nichts umsonst, Murphy. Ach nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass Sie von der verdammten Wohlfahrt sind. Wir verstehen uns. Für einen Ultrajet braucht man drei Dinge. Von zwei der Zutaten habe ich reichlich. Die andere ist schwieriger zu finden. Zuckerbomben. Für jede Kiste Zuckerbomben zahle ich 15 Kronkorken. Wie wär's? Für 30? Okay, wir sind im Geschäft. Jetzt verduften Sie. Ich muss einige Vorbereitungen treffen. Also, was haben Sie für mich? Zuckerbomben? Oder habe ich keine Zuckerbomben, weil ich die nicht kaufen wollte? Klar kenne ich die. Ich gehe ihnen aus dem Weg und sie lassen mich in Ruhe. Gut nachbarschaftliches Verhältnis. Ah, sie leben irgendwo östlich von hier. Falls sie mal lebensmüde sind. Ich glaube, es gibt einen unterirdischen Durchgang zu ihnen tief unten in der örtlichen Metrostation.
Okay, also doch den anderen Weg. Er ist mein Assistent und mein Vertreter, falls es mal Ärger gibt. An ihrer Stelle würde ich mich nicht mit ihm anlegen. Kann ich Ultrajet kaufen? Sobald sie mir noch ein paar Zuckerbomben gebracht haben. Okay. Ich hätte fast auf ihn geschossen jetzt. Okay, Zuckerbomben hatte ich dann also doch noch nicht. Weil ich die nicht aufgesammelt habe, ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Ich glaube, die Zuckerbomben sind oben im Lebensmittelladen. Weitergehen, Fleischklops. Okay. Wollen Sie sich ein Problem einhandeln? Miniertes Buch. Oh, das darf ich mitnehmen. Nice. Nice. Bisschen eindecken hier. Zigaretten. Weitergehen, Fleischklops. Mach lieber zu. Da schlafen die wahrscheinlich drin. Gut, dann gehe ich nochmal in den Laden hoch. Einer hat das mal. Da nochmal rein. Oh, nice. Die Kronkorken. Passt zusammen wie Topf und Deckel. Ja, lasst euch schmecken, ne? Ich bin gleich wieder da, ne? Habt ihr noch mehr Zigaretten? Nö. Ich will etwas verkaufen, kümmere mich seit ein paar Tagen darum und hatte Shadow davon erzählt. Achso! Ah ja, stimmt. Da war ja was. Andere Seite. Nee, das war... Ich war der Meinung, es war hier. Mit dem Laden. Ich habe doch Zuckerbomben irgendwo gelesen vorhin. Aber es sind nicht die Sherry-Bomben, ne? Da! Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Darf ich bitte an deine Eier ran? Nee, Eismann nicht. Nicht bei Loti. Hallo! Also... Ja, yeah, Zuckerbomben. Gute Arbeit. Mit Ultrajet geht es voran. Mein Geld? Eins. Also, was haben Sie? Ultrajet? Ja. Ah, okay. Okay. Gut, das ist ein laufendes Ding. Gut, dann stütze ich mich jetzt mal rein. Aber ich will Eis. Ja, ich auch. Also ich kann gerne nachher bei Lidl ran vorbeifahren, Gazi, wenn du möchtest. Und Platz hast. Dann fahre ich da nochmal kurz ran. Aua! Das Richtige mit Kalorien und so. Beste Aussage. Ja, okay. Mach ich. Wie das Übliche? Würde ich sagen, ne? Das... mit N... Weiß schon. Das gute Zeug, was wir sonst immer haben. Das ist Vinted. Bin alt und kenne diese Hipster-Apps nicht. Gut. Jackpot, was machen die denn hier? Alles klar, bring ich mit. Mein Schatz bekommt alles, was sie möchte. Da, 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 da. Ich brauche Heilung. So.
Locker, genau, dank dir. Oh. Ich habe gar keinen Zugang von hier. Hä? Ich dachte, hier geht es jetzt irgendwo weiter. Das Spiel hat mich verarscht. Einfach nur Toiletten. Essensautomat. Ich dachte, es gibt von hier aus eine direkte Verbindung. Scheiße, was ist das denn für ein hässliches Ding? Hey! Ach da. Das ist die Verbindung, die ist sehr radioaktiv. Da muss ich ja richtig aufpassen. Ist kaputt, die Waffe. Nein! Nicht die Waffe! Ist auch leer. Ich renne mal. Tschüss! Bin mal tot. Ich nehme den anderen Weg. Ich nehme den anderen Weg. Was ist das denn für ein hässliches Ding? Jetzt muss ich jetzt selber über diese Schreibweise. Oh! Okay, nice, Dodo, nice. So. Weltkarte. Irgendwo östlich. Hat er gesagt. Irgendwo östlich von hier. Ich bin natürlich aber erstmal hier wieder entlang. Nee, falsch. Warte mal, wo? Doch. Doch, hier. Ich kann dann meine Sachen wieder reparieren. Und dann gehe ich mal da hinten hin. Diese Fallout-Orte sind so idyllisch, ja, ne? Ich möchte ja echt Urlaub machen. Aber also mit dem Springen ist ein bisschen doof. Wenn du läufst, kannst du nicht springen. Ja, doch. Ach so. Ja, okay, jetzt geht's auf einmal. Hä? Das Spiel mobbt mich. Hallo. Was darf's denn sein? Bitte reparieren. Danke. Das muss nicht repariert werden. Ist eh zu wenig Munition. Ein paar Sachen habe ich schon. Da brauche ich ja Schrotpatronen. Jetzt ein bisschen was. Alles klar. Perfekt. Nein, akzeptieren. So. Gut. Geben Sie mir Bescheid. Tschüss. Tschüss. Wie wäre es mal, die Augen aufzumachen? Ey! Lieb sei zu mir. Ich bin dein einziger Kunde. Wenn ich so weitermache, bald nicht mehr.
Ja, von... Wow! Fick dich! Wo kommst du denn her? Dummes Radener Köter. Wenn ich hingucke, kommt er nicht. Fällt gerade auf, dass es seltsam ist, wenn man beim Laufen ständig die Waffe vor sich hält. Bei allen Games so, aber eigentlich hält man die locker an der Seite beim Laufen. Na, bei all der Gefahr hier weiß ich nicht. Ich glaube, hier würde ich auch so rumlaufen. Da kann ich nicht rein. Niemand ist hier idyllisch. Es ist Krieg. Nee, der Krieg ist so vorbei. Die in der Kirche sind. Guten Tag. Oh. 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 Aber warum sollte eine Kirche eine Verbindung haben? Das ist nicht die Familie. Nein, das ist sie nicht. Tschüss. Das ist was anderes. Aber wo soll denn dann die Familie sein? Lass mich nicht in Ruhe. Oh. Muss weg. Hilfe, Hilfe. Ja, die Familie finden. Toll. Also doch da unten durch. Na, ich meine, die Waffe haben wir jetzt repariert. Können sie ja trotzdem jetzt nochmal versuchen. Müssen halt nur schnell durchkommen. Gut, nächster Versuch. War hier das Lieb... Kann man da irgendwie noch romantische Musik abspielen? Ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, aber... Oh, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Tschüss! Meine Ausrüstung. So, ich speichere jetzt mal ab. Ist bereit. Fehlen nur noch die Zuckerbomben. So, nochmal. Red X. Au.
Nächster. Easy. Wie zieht es sich hier auf einmal? Was? Sonne welche? Oh, oh. Nö, hier nicht. Tja. Musste herkommen, wa? Sieht's mit meinen Stats aus? Das geht. Das geht. So, ich war hier was zu looten? Nee. Ich glaube, da war eine Falle. Ich habe das rechtzeitig schon mitbekommen. Okay. War wohl nicht sehr schlau. Da ist ja auch nur einer. Ist das eine Mine? Ja. Abspeichern. Ich will die Mine entschärfen. Ah, klappt. Entschärfen. Nice. Echt aufpasse hier. Da war wieder eine. Guten Tag. Bin ich richtig? Hey, machen Sie mal langsam. Dieser Bereich ist für alle außer die Familie gesperrt. Wo zum Teufel wollen Sie denn hin? Ja, zu euch. Oh, was soll ich nur mit all diesen überzähligen Kronkorken anfangen? Das hört sich nach einem interessanten Problem. Ja, ne? Ich bin gern bereit, Ihnen 100 davon abzunehmen, damit Sie ihn nicht so schwer zu tragen haben. Ja, sehr hilfreich. Hier, bitte. Wenn Sie dorthin wollen, wohin Sie vermutlich wollen, dann gehen Sie durch die Tür hinter der Ecke. Die Tür wird gleich aufgeschlossen werden. Das An Ihrer Stelle würde ich mit Vance reden, bevor ich mich umsehe. Sie finden ihn zumeist im Zwischenzock mit Blick auf den allgemeinen Bereich. Was ist das für ein Ort? Dieses liebliche Loch im Erdboden ist Maresti, das Hauptquartier der Familie. Erzählen Sie mir davon. Wir sind eine starke Bande und lassen uns von niemandem etwas gefallen. Außerdem mögen wir keine neugierigen Mistkerle, die zwischen uns herumschleichen und zu viele Fragen stellen. Ich muss los. Denken Sie immer daran, dass ich Sie im Auge behalten werde. Das werden wir alle tun. Aufhören! Entschuldigung, bin gestolpert. Muss mal. Alles klar, Buggy. Viel Spaß und schön, dass du da warst. Und vor allem viel Erfolg, ne? Bis zum nächsten Mal, hau rein. Ich habe eine neue Waffe.
ziemlich hinüber ist. Okay, ich nehme mal die Spritzdüse mit, warum auch immer. Lassen Sie es besser bleiben. Ja, das lohnt sich nicht. Ich habe auch nichts gemacht, also ich bin voll lieb. Lohnt sich auch nicht? Leer? Ah, wieder hier? Ja. Was geht's? Wir sind drin, Chat.